Er ist der Herr über Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Tiere. Das sind Insekten. Und er ist auch ein Insektenexperte. Das wird eine spannende Sendung. Wir werden alles erfahren zu asiatischen Hornisse, zu den Wespen, zu den Honigbienen, gegenüber den Wildbienen. Ach, ich habe so viele Themen. Mit dem Direktor des Naturkundemuseums Karlsruhe, Martin Husemann. Heute haben wir einen Mann bei uns, der uns alles über Insekten erzählen kann. Er ist einer der Insektenexperten in Deutschland, aber jetzt vor allem in Karlsruhe unser Experte als Direktor im Naturkundemuseum. Bei mir ist Martin Husemann. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo, freut mich, hier sein zu dürfen heute. Insektenexperte. Also ich habe als kleiner Kerl auch gedacht, ich bin Insektenexperte, habe aber keinen Beruf draus gemacht. Wann ist es bei dir losgegangen mit dem Thema Insekten und Experte werden? Ja, das hat einerseits schon sehr früh angefangen, mit den Insekten speziell nicht, sondern eher so mit allem, was irgendwie sich bewegt hat. Also ich bin in Berlin aufgewachsen, bis ich 6 war, habe da auch schon immer Schnecken in den Taschen gehabt. Und wirklich mit den Insekten hat es dann so kurz vorm Abi angefangen. Ich hatte einen sehr guten Biolehrer, der mir gezeigt hat, wie man Käfer fängt. Hat mir meine ersten Balkenschröter, also so eine kleine Hirschkäferart, gezeigt. Und das hat mich dann so gefesselt, dass ich dann immer mehr angefangen habe, auch selbst Insekten zu sammeln, mich mehr damit beschäftigt habe. Ja, und dann über meinen Betreuer bei der Bachelorarbeit bin ich zu den Heuschrecken gekommen und dabei dann auch geblieben. Heuschrecken, Insektenexperte. Aber ich habe auch gelesen, Natur schon mit dem Papa mal unterwegs gewesen, angeln und Pilze suchen. Genau, ja. Pilze sind natürlich irgendwie sehr spannend und ein guter Zugang. Man kann sie essen, ähnlich wie beim Angeln. Fische kann man ja auch essen. Die Pilze muss man wenigstens nicht um die Ecke bringen. Das heißt, man kann sie sammeln und man kann sehr, sehr viel eben auch drumherum erfahren. Das heißt, man sieht dann mal einen Molch oder sowas im Wald auch oder eine Kröte. Und das ist dann, glaube ich, auch ein guter Zugang. Meine Tochter nehme ich jetzt auch immer mit und die freut sich dann mehr auch über die Tiere, die sie sieht, als über die Pilze selber. Martin Husemann, wir haben viele Themen. Ich habe das schon gespürt. Pilze machen wir ein extra Gespräch draus. Also ich bin ja auch Pilzesucher. Also, okay. Bin ich mal gespannt, was wir noch alles an Gemeinsamkeiten haben. Aber jetzt wollen wir erstmal dir ein bisschen persönlich auf die Spur kommen. Dein Sternzeichen, Martin. Waage. Verliebt, verlobt oder gar verheiratet? Verliebt, verlobt, aber noch nicht verheiratet. Aber schon seit langem verlobt. Sehr schön. Deine Lieblingsfarbe? Wechselnd, blau momentan. Jetzt kommt eine tolle Frage für einen Leiter eines Naturkundemuseums. Hast du ein Haustier? Nee, zumindest kein lebendes. Aber im Museum Tausende. Im Museum Millionen sogar, ja. Genau. Welches Poster hing bei dir im Jugendzimmer? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So viele Poster hatte ich, glaube ich, gar nicht. Und gab es ein erstes Vorbild, Martin? Ich glaube, es gibt viele Vorbilder. Ein Kollege von mir, der mir sehr in der Karriere auch geholfen hat, der Jan Habel, ist sicherlich eins. Mhm. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ich lese immer so ein bisschen nur in Büchern momentan, weil ich so wenig Zeit habe, Ganze zu lesen. Eins war von einer Volontärin von mir in Hamburg, Der Schatz, das sie selbst geschrieben hat. Okay. Da ging es um Sammlungsinhalte, aber ich lese eher so quer momentan in verschiedenen Themen. Also mehrere Bücher auf dem Tisch und immer mal reinlesen. Ja. Mache ich genauso. Die erste selbst gekaufte CD oder Schallplatte? Boah, auch sehr schwierig. Schallplatte war schon nicht mehr so. CD, ich glaube, der Wolf war es damals. Also so deutscher Hip-Hop. Okay. Gibt es ein Lieblingsurlaubsziel für einen Insektenjäger und Heuschrecken-Experten? Das Gute ist, dass ich überall was finde. Das heißt, das ist so ein bisschen das Laster auch gleichzeitig, dass meine Familie dann immer mit Insekten suchen muss und ich ständig am Wegesrand stehen bleibe. Aber im Prinzip ist mir relativ egal wo, weil überall gibt es spannende Sachen zu entdecken. Und Hausmannskost oder Gourmettempel? Wie ist der Direktor des Naturkundemuseums unterwegs? Ich bin sehr unkompliziert, glaube ich. Ich würde beides nehmen. Da muss ich eine Frage noch hinterher stellen. Was ist mit Insekten essen? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich finde sie jetzt, hängt immer von der Zubereitung ab, aber ich finde sie jetzt nicht den Hochgenuss, aber vielleicht habe ich noch nicht die richtigen probiert. Martin Husemann ist bei mir. Er ist Direktor des Naturkundemuseums in Karlsruhe. Für uns in der Familie früher das Lieblingsausflugsziel. Dann gab es viel zu entdecken. Du hast schon gesagt, auch als Kind schon in die Natur, Pilze suchen, immer schon auch ein Naturmensch gewesen. Aber wann ist die Entscheidung gefallen, darauf aus einer Passion einen Beruf zu machen?
Ja, im Prinzip war es während des Studiums. Also ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich Marketing oder Biologie studieren sollte. Jetzt ist natürlich beides so ein bisschen geworden am Ende. Damals hatte ich mir überlegt, ich wollte Biomarketing machen. Das gab es irgendwie aber nicht. Und so bin ich dann irgendwie in die Biologie gekommen. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Vor allem mit den Heuschrecken. Also mein erster Bachelor-Master-Betreuer hat mich da sehr entfacht, sage ich mal. Waren dann auf Fuerteventura, haben die erste eigene Art auch entdeckt da mit einer Sandschrecke. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und in Hamburg war dann mein erstes Museum vor gut 8 Jahren jetzt. Und da habe ich so diese Liebe für Sammlungen und so auch ausleben können. Und jetzt ein Museum leiten zu dürfen, ist natürlich ein Traum. Martin, ich habe aber ein bisschen recherchiert. Nicht nur die Heuschrecken standen im Mittelpunkt. Ich habe gelesen, dass es an einer Universität in Texas bei dir um die Populationsgenetik der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Malawesi-Buntbarsche ging. Malawi, also Malawi. Der See, Malawi-See in Buntbarsche. Genau. Ja. Was hat es damit auf sich? Die Malawi-Buntbarsche sind so ein Modellsystem für schnelle Artbildungsprozesse. Also in diesen Seen, die großen drei afrikanischen Seen, Tanganyika, Malawi, Victoria, da gibt es halt über 2000 Arten von diesen Fischen. Unterschiedliche Arten. Wahrscheinlich sogar noch eine ganze Menge mehr, je nachdem, was für ein Artkonzept man da benutzt. Aber diese Vielfalt hat mich halt fasziniert und ich wollte eigentlich immer meine Heuschrecken weitermachen, habe aber gedacht, ich brauche die Methoden, gerade auch im genomischen Bereich, um meine Forschung machen zu können und bin dann diesen Exkurs gemacht quasi zu den Buntbarschen. Kurz mal abgetaucht, aber die Heuschrecken waren es dann genau am Ende doch. Und ich habe auch gelesen, dass ja viele Heuschrecken im Naturkundemuseum in kleinen Zigarrenkistchen versteckt waren von einem Vorgänger. Ja. Ist das immer noch eine aktuelle Arbeit, die gemacht werden muss? Ja, wir haben jetzt zwei Humboldt-Stipendiaten, die diese Tiere wirklich jetzt mal bearbeiten sollen. Und wir sind dabei, jetzt auch die so langsam aufzupräparieren und dann wirklich auch zu bestimmen. Und ich denke, da wird sich auch noch so die ein oder andere neue Art finden. Martin Husemann, Naturkundemuseum, Insektenexperte, Heuschreckenexperte. Die ein oder andere neue Art wird sich finden. Kürzlich ist eine neue Art gefunden worden und du hast gesagt, die möchte ich mal einem Mann widmen, den man in Karlsruhe auch kennt, saß auch schon auf diesem Stuhl, Matthias Reinschmidt, unserem Zoochef. Es gibt jetzt eine Reinschmidt-Heuschrecke. Ja, genau, eine Reinschmidt-Dornschrecke, um noch genauer zu sagen. Okay. Genau, aus Ecuador, ja. Also ein relativ kleines Tier, die wir bei uns in den Sammlungen eben dann auch gefunden haben. Das war so eine Überraschung, die wir ausgeheckt haben zusammen mit den Tierärzten aus dem Zoo. Also wir waren nachts eben im Tierhaus, im Exotenhaus, haben nach Ohrwürmern und Heuschrecken gesucht, auch ein paar gefunden, aber das waren jetzt keine neuen Arten. Aber da hatten die eben den 60. von Matthias erwähnt und darauf haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Und am nächsten Tag hatten wir diese Heuschrecke schon gefunden in den Sammlungen bei uns und haben die dann sehr schnell mit Kollegen aus Kroatien und zusammen mit Kollegen vom KIT beschrieben und auch gescannt, sodass wir eben dieses, ein schönes 3D-Modell draus machen konnten. Und wer die sehen möchte, kann die auch bei uns in 1-2 Wochen im Museum sich angucken. Also manche verschenken Sterne, andere Heuschrecken. Martin, wie viele neue Heuschreckenarten werden denn pro Jahr entdeckt? Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es sind ungefähr 10.000 Insekten, 10.000 bis 15.000 Insektenarten, die jedes Jahr neu entdeckt werden. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Und es könnten noch sehr viel mehr sein. Also jeder von den Kuratoren bei uns, also von den Wissenschaftlern, hat sicherlich so mehrere Handvoll neuer Arten, wo er dann nicht dazu kommt, die zu beschreiben. Also ich habe auch noch diverse auf dem Tisch stehen, wo ich weiß, das sind neue Arten, wo wir jetzt dabei sind, die mit Kollegen zusammen zu beschreiben. Aber es dauert halt dann auch, also man braucht schon eine bestimmte Motivation, um dann so eine Sache wie mit Matthias da zu machen. Und da haben wir es wirklich geschafft, dass das Publikationsdatum der Geburtstag ist. Das ist auch was sehr Besonderes. Wir kümmern uns um Insekten, um Heuschrecken, ums Naturkundemuseum Karlsruhe. Der Direktor ist da, Martin Husemann. Martin, das mit den Heuschrecken finde ich völlig spannend. Jetzt die Reinschmidt-Heuschrecke. Wenn ich jetzt unterwegs bin, Pilze suchen, wir reden nur über Pilze, keine Angst, und ich sehe da ein Insekt und denke, das habe ich noch nie gesehen. Es gibt ja solche Apps, wo ich dann eine Pflanze fotografieren kann und dann sagt mir die App, das ist die und die Pflanze und die ist selten oder nicht selten. Gibt es sowas auch für Insekten? Ja, ich bin da jetzt selber auch seit kurzem erst so ein bisschen aktiver geworden. Also es gibt Ops Identify zum Beispiel, das ist so die europäische Variante. iNaturalist macht sowas auch. Und damit klappt es schon relativ gut bei vielen Arten, aber lange nicht bei allen. Schmetterlinge funktionieren sehr gut, die sind halt relativ flach und haben Muster, die wiedererkennbar sind mit der KI. Bei vielen Käfern muss man sich eben Genitalstrukturen und sowas angucken. Da funktioniert das natürlich nicht, weil man in die Tiere reingucken müsste. Mhm.
Aber ich denke, dass wir von der KI auch noch viele Merkmale dann finden, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil das eben Vermessungen macht und so weiter. Sodass das verbessert sich halt mit jedem Bild dann auch weiter. Und von daher ist das unterstützenswert und wir haben selber da auch eine kleine Kampagne vor demnächst. Finden wir auch in Deutschland neue Insekten oder ist es vor allem in Afrika, in Südamerika? Oder gibt es auch, ich gehe in die Pfalz Pilze suchen an meine traditionelle Pilzstelle und finde ein Insekt. Kann es auch sein, dass ich da ein neues Insekt finde? Also bei Pilzen findet man auf jeden Fall noch was Neues auch. Aha. Also da, unser Pilzkurator hat da so einige neue Arten auch aus der Region hier schon beschrieben und auch neue noch zu beschreiben. Bei den Insekten sieht man ganz gut an Stuttgart. Das Stuttgarter Museum hat ja auch kürzlich die Kretschmann-Wespe beschrieben. Das war eine heimische. Gerade bei diesen extrem kleinen Tieren findet man schon noch neue Arten. Also bei den kleinen Fliegen, kleinen Hymenopteren, also Wespen, da gibt es schon auch durchaus noch neue Arten zu entdecken. Bei den Heuschrecken sehr unwahrscheinlich, bei den Schmetterlingen würde ich jetzt auch nicht damit rechnen, noch großartig neue Arten zu finden. Aber bei diesen wirklich ganz kleinen, die man kaum wahrnimmt, da gibt es durchaus noch ganz, ganz viel zu entdecken, auch bei uns. Entweder oder, die entscheidenden oder wahrscheinlich überhaupt nicht entscheidenden Fragen des Lebens muss ich jetzt Martin Husemann stellen. Die Fragen kommen aus der Redaktion, ich kann nichts dafür. Du hast dein Glück selbst in der Hand, du wühlst einmal durch, gibst mir die Frage. Ich stelle die Frage entweder oder. Bitte, Martin. Okay. So, deine erste Entweder-Oder-Frage. Hier ist sie. Als Frau oder als Mann wiedergeboren werden? Schwer zu sagen. Als Frau, dann probiert man das andere mal aus. Okay, also kleiner Wechsel. Zweite Frage für dich, Martin. So, kräftig durchgewühlt. Und deine zweite Entweder-Oder-Frage. Lieber nur noch frieren oder nur noch schwitzen müssen? Lieber schwitzen. Ich war lange in Texas und habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt und finde Wüsten total faszinierend, von daher lieber schwitzen. Auch insektenreicher wahrscheinlich, ne? So im Frostbereich. Ja. Wie viele Insekten gibt es, die wirklich auch so Permafrost aushalten? Das sind relativ wenig, ganz genau sagen kann ich es nicht, aber wir haben auch ein paar winteraktive Arten. Also wenn man im Winter in den Schwarzwald geht, kann man auch ein paar Insekten wie den Winterhaft oder die Schneemücke finden. Die Schneemücke? Ja. Wie sieht die aus, die Schneemücke? Sieht aus wie eine kleine Mücke, hat aber keine Flügel. Also die laufen nur auf dem Schnee rum. Martin, Insekten generell. Es war von Insektensterben die Rede. Es summt nicht mehr, es fliegt nichts mehr. Wie ist die aktuelle Lage so im Überblick? Was sagt die Wissenschaft? Ja, es gibt viele neue Studien, die auch teilweise ein bisschen widersprüchlich sind, aber insgesamt sind sich, glaube ich, einig oder alle einig, dass es diesen Insektenschwund ganz klar gibt. Und so schnell wird er sich auch nicht aufhalten lassen. Aber ich denke, dass gerade in Deutschland zumindest viel momentan getan wird, auch um die Lage zu verbessern. Und in Ansätzen, gerade Karlsruhe ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ja sehr viel Grün, sehr viel Blühstreifen sind. Totholz wird stehen gelassen und liegen gelassen. Dadurch ist Karlsruhe eben auch ein ganz, ganz spannender Ort für Insekten. Mhm. Also was es hier an Hirschkäfern gibt, gibt es, glaube ich, an wenigen Orten in Deutschland. Mhm. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass es sicherlich weiter bergab geht momentan noch. Und wir immer noch die Kurve kriegen müssen zu einer besseren Zukunft für die Insekten. Was können wir tun, jeder Einzelne? Du hast die öffentlichen Grünanlagen genannt oder auch die Streifen an den Fahrspuren. Da sieht man viele blühende Pflanzen. Weg vom Schottergarten, Wiesen stehen lassen. Deine Tipps für uns? Ja, definitiv. Also Schottergarten hilft relativ wenigen Insekten weiter. Vielleicht den Buchsbaumzünsler, der den letzten Buchsbaum, der da noch steht, dann zerlegt. Mhm. Aber ansonsten ja, Pflanzen wachsen lassen, wenn man mäht, immer ein bisschen was stehen lassen, einfach damit man nicht die kompletten Gelege auch zerstört und so auf heimische Pflanzen setzen, die eben auch Nektar und Pollen zur Verfügung stellen. Vielleicht auch nicht so viele Honigbienen in den Gärten halten, sondern eher auf Wildbienen und auf heimische Insekten mehr setzen. Dann sind Kaufentscheidungen, denke ich, auch wichtig, dass man eben schon in Richtung Bio geht. Das ist alles aber ein Prozess. Das ist nichts, was sich von heute auf morgen irgendwie ändert. Und das ist was wir auch zusammen angehen müssen. Dieser ganze Kampf mit der Landwirtschaft, das finde ich auch nicht gut. Also ich finde es viel besser, wenn man eben zusammen Lösungen findet und dann eben nach und nach das Ganze wirklich nachhaltig auch verbessert. Martin, du hast es angesprochen, Honigbienen. Es gibt unglaublich viele Honigbienenkampagnen. Rettet die Honigbiene. Und es gibt die Wildbienen. Ist das ähnlich wie bei anderen Tierarten auch, dass es da einen kleinen Kampf zwischen diesen beiden gibt, Honigbiene versus Wildbiene? Ja, es ist eine schwierige Frage, gerade weil die Imker ja schon auch viel für den Naturschutz tun. Mhm. Aber Imkerei selber ist eigentlich kein Naturschutz, weil die Honigbiene schon ein bisschen in Konflikt beziehungsweise in Konkurrenz mit den Wildbienen steht. Und viele wissen gar nicht, wie viele Wildbienen wir haben. Wir haben 600 Arten Wildbienen in Deutschland.
Weltweit sind es, glaube ich, 20.000 in etwa. Mhm. Also schon eine ganze Menge Arten, die nicht Honigbienen sind. Und die Honigbiene ist halt wirklich ein Zuchttier. Mhm. Das heißt, wenn man eine Honigbiene Stock hält, ist das eigentlich kein Naturschutz, sondern erstmal Massentierhaltung ist übertrieben, mhm. aber Tierhaltung zumindest. Das heißt, man sollte jetzt nicht sagen, alle Imker müssen weg oder alle Honigbienen sollten nicht mehr gezogen werden, aber man sollte darauf achten, dass das zumindest nicht zu viel passiert, gerade da, wo es viele Wildbienen gibt, weil es dann eben wirklich zu so einem Konkurrenzdruck für die Wildbienen auch kommen kann. Nächste aktuelle Frage, immer um diese Jahreszeit. Wie wichtig sind Wespen? Wer Wespen tötet, begeht ein Tierschutzverbrechen, das ist bekannt, aber viele sagen, sie sind dafür gar nichts gut, die Wespen, die nerven nur und stechen nur. Was sagt der Experte? Ja, die sind schon sehr nützlich. Also die fressen ja viele andere Insekten mhm. und fangen die eben auch und so. Heißt, sie sind auch für uns direkt nützlich mhm. und die meisten Wespen interessieren sich ja gar nicht für die Sachen, die wir so essen oder trinken, sondern die haben dann andere Präferenzen. Mhm. Aber wenn sie da was hingestellt bekommen quasi auf dem Tisch, dann können die das natürlich nicht unterscheiden. Daher, ja, Wespen sind sehr nützlich, auch für uns. Viele profitieren jetzt auch von den etwas wärmeren Temperaturen. Das heißt, die Wespen, den meisten geht es nicht so schlecht. Mhm. Aber natürlich kommt jetzt mit der asiatischen Hornisse dann nochmal ein neuer Partner ins Spiel und auch andere nicht heimische Wespenarten kommen dazu, asiatische Mörtelwespe und so. Also da gibt's, ist ganz interessant, wie sich das momentan auch wandelt. Noch ein Satz zur asiatischen Hornisse. Das ist ja die große Schlagzeile, auf dem Vormarsch, im Bruchsal gesichtet. Wie gefährlich ist sie? Gefährlich ist sie erstmal nicht für uns oder nicht gefährlicher als andere Wespen. Wie gefährlich sie für unsere heimische Flora und Fauna sind, kann man noch nicht so ganz abschätzen. Da wird viel dran geforscht. Klar ist schon, dass sie viele andere Insekten fressen und vielleicht auch zum Teil verdrängen. Von daher sind Maßnahmen dagegen durchaus angebracht. Mhm. Allerdings ist die hier so stark etabliert, dass das ist vorbei. Da gibt es keine Maßnahmen mehr, die da irgendwas gegen machen würden. Jeden Morgen lasse ich mich wecken mit einem wunderbaren Quiz. Ich mache jede Woche mit und ja, manchmal schaffe ich 5 richtige, manchmal auch nicht, weil ich zu müde bin. Aber heute muss der Promi ran in der Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Ja, Martin, das kleine Buchstaben-Quiz. Bist vorbereitet? Werden wir sehen. Und 5 richtige gibt es die neue Welle-Tasse. Matthias Reinschmidt hat sie schon. Okay. Kleine Motivation. Und wenn du was nicht weißt, einfach weitersagen, dann kommt die nächste Frage. Wir legen los mit dem Buchstaben D für dich. Eine Stadt. Dortmund. Ein Land. Deutschland. Etwas beim Zelten. Machen wir weiter. Ein Jungenname. Dieter. Eine Sängerin. Dido. Etwas im Freibad. Ich mach's einfach. Ein Insekt. Ein Distelfalter. Wunderbar. Das müssten gerade 5 gewesen sein. Ich frage mal nach. Martin. Glück gehabt. Der Distelfalter hat dich gerettet. Ja. Und das andere, ja, war natürlich, ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Etwas beim Zelten. Man hat mir hier auf den Spickzettel geschrieben, der Dosenöffner für die Ravioli. Ja, ich hatte irgendwie Dach im Kopf die ganze Zeit, aber ja, passt beim Zelten. Hätten wir schwer gelten lassen. Und ansonsten warst du gut unterwegs. Ach ja, im Freibad. Du kannst nicht badisch, ne? Dunke. Dunke? Ah, ja. Oder in Hamburg mit Tee wahrscheinlich, Tunken. Ja. Aber hier hat man mir Dunke aufgeschrieben. Also, aber 5 richtige, die Tasse gehört dir. Vielen Dank. Martin, wenn ich es krabbeln und kriechen sehen will, muss ich gar nicht in die Natur gehen. Ihr bringt die Natur ins Museum. Bei euch ist Erleben auch angesagt. Genau, das ist auch was Besonderes für ein Naturkundemuseum, dass wir so viele lebende Tiere eben auch im Haus haben. Sowohl Insekten, aber auch Spinnen und vor allem natürlich ganz viele marine Tiere, also Fische. Der Hai ist ja sehr bekannt. Mhm. Reptilien, Amphibien, also man kann ganz viel sehen bei uns, ja. Man kann alle Phobien überwinden, ihr habt doch Schlangen, ziemlich große Schlangen, ne? Ja, ja, genau, also so große in der Ausstellung nicht, wir haben noch ein paar mehr im Keller, aber ja, man kann auch Schlangen bei uns sehen, genau. Darf man in den Keller als Normalsterblicher auch mal zwischendurch? Eigentlich nicht, genau. Man kann aber dich persönlich ansprechen, es gibt diesen wunderschönen Tag, frag den Direktor. Genau. Mhm. Ja, also ich habe ja auch von Anfang an gesagt, als ich hier in Karlsruhe begonnen habe, dass ich das Museum öffnen möchte und auch Fragen zulassen möchte und vor allem auch Ideen, so dass ich jetzt einmal im Monat ungefähr, also immer wenn es so passt, machen wir einen Termin, frag den Direktor, wo ich mich eben in die Ausstellung stelle und dann
eben jeder mich fragen kann, was er möchte. Da kommen Kids wahrscheinlich auch. Hast du eine witzige Frage, die dir mal gestellt worden ist? Ja, wir haben es jetzt erst einmal gemacht. Okay, was war die witzige Frage? Ja, ein ganz kleines Kind kam zwischendurch mal dazwischen. Ich kann mich nicht mehr genau an die Frage erinnern, aber es hatte dann was direkt mit den Ausstellungsstücken zu tun im Afrikasaal bei uns. Generell gab es jetzt noch keine wirklich absonderlichen Fragen, aber das ist natürlich trotzdem auch immer witzig, was die Leute so wissen wollen. Vieles ist dann auch persönlich, aber natürlich geht es eigentlich mehr ums Museum und die Zukunft des Museums. Frag den Direktor. Mache ich heute live. Martin Husemann, man kann es auch im Museum machen. Martin, ich habe es am Anfang ja schon, die Pilze haben mich fasziniert. Das ist nicht dein Fachgebiet im Museum, da gibt es einen Kollegen dafür, aber du bist auch leidenschaftlicher Pilzesucher. Ich habe mich ja immer gefragt, das muss ich den Experten fragen, wie sinnvoll ist es überhaupt, Pilze zu sammeln? Viele sagen, die sind eigentlich immer noch ein bisschen belastet und nicht zu viele sammeln. Was sagt der Experte? Ja, nicht zu viele ist ja immer bei allem richtig eigentlich, auch um die Pilze selber nicht zu stark zu belasten, also die Population der Pilze. Aber ich denke, wenn man so hin und wieder in den Wald geht und ein paar Pilze mitnimmt, ist das kein Problem. Ich glaube, das Wichtige dran ist auch wieder der Bezug zur Natur. Man sieht ganz viel drumherum. Und ich glaube, so die Liebe und dieser Bezug, der fehlt vielen heute in der digitalen Welt. Und ich glaube, dass man da auch gerade im Wald ist sehr beruhigend, die Gerüche, die Geräusche. Ich glaube, da kann man einfach viel lernen, darüber hinaus über das Pilz zu suchen. Der Pilzfreund riecht ja den Pilz, mir geht es jedenfalls so. Die krause Glucke, mein Lieblingspilz zum Beispiel. Ja. Hast du einen Lieblingspilz und eine Stelle, wo du, also gehst du in die Pfalz oder in den Schwarzwald? Na, ich bin ja noch sehr neu hier. Ja. In Hamburg hatte ich meine Steinpilzstelle. Also da konnte man. Habe ich auch in der Pfalz? Habe ich auch eine? Ja, konnte man kiloweise ernten. Ja. Hier habe ich noch keine. Ich war jetzt auch nicht oft los. Wir waren letztes Wochenende, aber ein bisschen wandern. Und da habe ich auch meinen ersten Schönfußröhrling zum Beispiel gefunden, Goldröhrling. Also ja, die Röhrlinge sind halt alle irgendwie schön. Die Martin-Wacker-Show, ich könnte mich stundenlang über Insekten und Pilze unterhalten mit Martin Husemann, Direktor am Naturkundemuseum. Ich komme mal vorbei. Sehr gern. Ich frage dich dann nochmal, frag den Direktor. Ja. Facettenreiche Insekten, mit anderen Autoren hast du dieses Buch verfasst. Und da gibt es eine Wanderausstellung, eine faszinierende. Und du hast vor, die mal nach Karlsruhe zu bringen. Ja, genau. Das war ein großes Projekt mit mehreren Museen zusammen in Norddeutschland, wo wir das gestartet haben, eben so ein bisschen als Antwort auf das Insektensterben, um die Leute ein bisschen mehr aufmerksam zu machen. Vor allem auch auf die Schönheit. Also es geht nicht nur, soll nicht nur negativ sein, sondern im Gegenteil, wir wollen die Schönheit und die Vielfalt zeigen. Und haben daraus eben ein Buch gemacht mit fast 60 Autoren aus ganz Deutschland, die eben sich auskennen mit bestimmten Bereichen der Insekten, vor allem auch Insektenschutz. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Genau, und die Ausstellung wird dann auch in Zukunft in ein paar Jahren hier in Karlsruhe zu sehen sein. Da freuen wir uns drauf, facettenreiche Insekten. Danke, dass du uns auch die Insekten näher bringst, denn sie sind ein Teil der Natur. Viele haben ja so ein bisschen Phobien und solche Dinge. Kann man da auch übers Naturkundemuseum diese Angst auch nehmen? Ist das auch ein wichtiger Punkt für euch? Ja, das hoffe ich. Also ich glaube, so Aufklärung hilft immer. Also wenn man die Tiere vielleicht mal in groß sieht auch und da sind die neuen Möglichkeiten mit 3D-Druck und so natürlich toll. Das heißt, wir können ganz, ganz kleine Tiere ganz, ganz groß machen und oft geht, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Scheu verloren, weil das wirklich fast alles sehr, sehr schöne Tiere und sehr, sehr spannende Tiere sind mit ganz besonderen Eigenschaften. Also viele sind quasi Superhelden, die können dann besonders hoch springen, fliegen, rennen, manche können explodieren. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen so einen Eintritt kriegt, sieht man auch, wie vielfältig die Insekten sind und wie spannend. Danke für deine Arbeit. Demnächst hast du viele Besucherinnen und Besucher bei Frag den Direktor. Alles Gute fürs Museum und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Und nächste Woche haben wir wieder spannende Gäste, gute Gesprächspartner, gute Themen auch für euren Sonntag zu Hause. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.